Der Afroamerikaner Joe Louis gehört zu den bedeutendsten Schwergewichtsboxern des 20. Jahrhunderts. Der Sohn eines Baumwollpflückers wurde 1914 geboren. Den Rat seines Trainers, nur gegen andere Schwarze zu boxen, ignorierte er und gewann die goldenen Handschuhe in Michigan, bevor er sich 1934 einer Profikarriere zuwandte. Im folgenden Jahr gewann er 27 Kämpfe, bezwang Boxer wie Primo Carnera und Paulino Uccidun, der zuvor noch nie mit einem K.O. besiegt worden war. Zwar häufte sich das Geld von seinen Kämpfen an, doch war Louis dafür bekannt, es regelmäßig Bedürftigen zu spenden. Er zahlte der Stadt sogar $250 Sozialhilfe zurück, die seine Familie erhalten hatte. Der sogenannte braune Bomber boxte sogar am Tag seiner Hochzeit mit der Sängerin Marva Trotter gegen den ehemaligen Weltmeister Max Baer. Bei Interviews nach dem Boxkampf und der Hochzeit war er stets zu Scherzen aufgelegt. You'll readily admit that it was a pretty tough fight while it lasted, wasn't it? Yeah, it was a tough fight, but I think I have a tough fight home every night. Now that you're on the threshold of a championship bout and married, what are your plans? That ain't me. I'm gonna stay boss. That's nice work, Joe, if you can get it. 1936 fand er in dem deutschen Boxer Max Schmeling seinen Meister. Schmeling und seine Trainer hatten Aufnahmen von Louis' Kämpfen analysiert und eine Schwäche zwischen dessen berühmtem Führhandschlag und dem linken Haken gefunden. Durch einen Ausweichschritt konnte Schmeling dem Schlag entgehen und diese Schwäche seinerseits ausnutzen. Die Strategie ging auf und nach 12 Runden wurde Joe Louis zum ersten Mal in seiner Karriere ausgezählt. Es kam zu Aufständen im New Yorker Stadtteil Harlem. Trotz Siegen über einige große Konkurrenten wollte der Boxer sich erst wieder Schwergewichtsweltmeister nennen, wenn er Schmeling in einem Rückkampf besiegt hatte. Diese Gelegenheit kam am 22. Juni 1938. Nach intensivster Propaganda über die angebliche Überlegenheit der Arier mussten die Nazis gedemütigt zusehen, wie Schmeling nach nur 2 Minuten und 4 Sekunden in der ersten Runde zu Boden ging. Well, Joe, you sure mowed him down tonight, didn't you, boy? I did. What blow do you think put him away? A right hand. And what now, Joe? Mit sich und der Welt im Reinen war Joe Louis danach bereit, gegen jeden seiner Konkurrenten anzutreten. How about Maxie Baer? Well, I'll fight Baer too. Well, Joe, you're willing to fight any of them, aren't you? I will. Als 1941 die USA in den Krieg eintraten, engagierte sich Louis trotz Rassentrennung in der US Army. Dank seines Einflusses wurden erstmals auch Schwarze an Offizierschulen ausgebildet. Sein Kriegsdienst war vor allem symbolisch. Er reiste nach Europa, um mit Schaukämpfen die Moral der Truppe zu verbessern. Das erhaltene Geld spendete er. Nach dem Krieg setzte er seine Boxerkarriere fort. Erst 1949 trat er zurück, blieb der Öffentlichkeit jedoch weiter als Prominenter erhalten. Er starb 1981 und wurde mit allen militärischen Ehren auf dem Friedhof Arlington beigesetzt. Boxfans in aller Welt, bleibt er in Erinnerung.